Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command, Erster Weltkrieg Entente Triple Alliance auf sehr schwer. Und wir haben hier unsere Einheiten gekriegt, die ja zumindest mal ein bisschen für Ärger sorgen können in der Gegend. Sich aber, denke ich, von den Feinden hier erstmal fernhalten sollten. Wir können ja schauen, ob wir ein paar Orte nehmen können, vielleicht die Eisenbahn abschneiden. Dann mal sehen, wie sich das entwickelt. Der in Basra sitzt da eigentlich auch recht gemütlich, nicht viel los, aber ist schon in Ordnung. Dann haben wir hier drüben die Front. Also wir haben mal wieder ein paar Geschosse und einen Gegner, den wir vielleicht angreifen können. Also ja, schauen wir einfach mal, was passiert. Ja, das sieht doch gut aus. Das jetzt weniger. Ja, gut. Er überlebt. Also genau, die Infanteriewaffen waren noch nicht fertig. Ich hatte gerade überlegt, ob man den noch geben muss. Überlebt, aber stark geschwächt und wir hatten kaum Verluste. Das ist schon in Ordnung. Und Libyen wurde befreit. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie eine Landung droht oder so. Dann kann der Reiter mal zurückkommen. Ja, netter kleiner Erfolg. Fast ganz Nordafrika gehört damit der Entente, bis auf der spanische Teil da hinten. So, dann kommen wir hier zum Russen. Da ist der schwere Bombe extra hier, damit das schneller geht und dann kann er nicht fliegen. Aber wir können ihn wenigstens noch upgraden. Hier schon mal vorsichtig verstärken. Beziehungsweise die Einheit irgendwo hinschieben. Nee, auch nicht so richtig. Geben nächsten Zug dahin, wo der schwere Bomber steht, dann wird das schon. Und wir haben eine Artillerie, aber ich glaube, die brauchen wir hier nicht so dringend, wie wir sie an der Westfront brauchen könnten. Da müssen wir erstmal schauen, wo die effektiv hin kann. Also ihr werdet alle verstärkt. Du wirst verstärkt, du wirst verstärkt. Hier tauschen wir euch mal durch. Kriegst du nämlich noch deine Upgrades. Ihr hier habt sogar Angriffschancen auf den Reiter. Trotz Winter und allem, also dann würde ich das mitnehmen. Ja, klar wäre Verstärkung schön, aber sie sind ja fast gesund. Wenn der Reiter schon so mies dran ist, dass man ihn im Winter gut angreifen kann, würde ich das auf jeden Fall auch mitnehmen. Hier ist jetzt eher wenig los. So, euch können wir noch tauschen. Du kriegst Verstärkung, du kriegst das Upgrade und dann haben es die allermeisten Einheiten. Dann ist die Frage, wohin mit diesem Artilleriegeschütz? Also hier unten wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man da mal angreifen könnte. Die haben eins. Aber ich finde, hier sieht das ganz entspannt aus. Wir haben an dem zum Beispiel sowieso vier Einheiten dran. Man zum Beispiel dann langsam nach Bialystok rüberzieht. Ja, das sieht eigentlich ganz nett aus. Das Jagdflugzeug vielleicht wieder hochziehen und den Aufklärungsbomber hier näher zur Artillerie, wo auch immer die da dann auf Dauer schießen wird. Und sonst ja, ist mit den Russen erstmal nicht viel weiter drin. Die Schwedenroute ist eh nicht da. Dann gucken wir mal zu den Serben rüber. Also in der Theorie müsste jetzt nach diesem Zug oder nach dem nächsten Zug irgendwann demnächst Rumänien merken, oh, Serbien lebt ja noch. Und das uns den Schub geben, dass sie den Krieg beitreten und Bulgarien nochmal ein paar Prozente runterschieben. Soweit die Theorie. Gucken wir mal, wie es mit der Praxis ausschaut. Also wir müssen die Österreicher hier fernhalten. Sagen, um hier eine vernünftige Linie zu bauen, ziehen wir uns hier erstmal noch ein Feld zurück, zum Teil dann hier auch hinter den Fluss. Und du gehst mal ins Bergwerk. Du gehst dann vielleicht mal in die Hauptstadt, dass da auch jemand drin ist. Du kannst auch schon mal mit zurückkommen, vielleicht wenn das gut zur Seite geht, gehst du da rein, dass da auch jemand Verschanztes drin steht. So, die Abteilung hat ein bisschen was abbekommen und wir können nicht mehr für den tun.
Müssen wir mal schauen, sonst muss da auf Dauer noch irgendjemand hin. Wo passt da auf? Ja, die Griechen. Die hier gerade in der Nähe, ich weiß aber noch nicht. Jetzt irgendwann vielleicht mal groß eingreifen müssten. Also das Schöne ist halt, dass wirklich anscheinend, solange Serbien noch lebt, die auch richtig schöne Versorgungszahlen haben, mit denen man arbeiten kann. Ja. Aber wir hatten... Nee, doch nicht mit den Serben gespart auf eine neue Einheit. Oder war die schon... Ach nee, das war letzte Runde, letzte Runde. Auch nichts weiter, das wir kaufen könnten. Abendkrieg ist gerade durch. Auch ein Elite-Stern. Sonst würde ich sagen, sparen wir erstmal weiter und schauen, ob wir demnächst vielleicht noch eine Einheit zurückkaufen können. Oder machen dann erstmal das Haku wieder gesund. Dann haben wir hier die Franzosen. Wo wir hier bald noch eine so sehr schöne Elite-Einheit haben. Wenn man da eigentlich dann mal raustauschen müsste. Und du für den Anfang kommst dir mal kurzzeitig in die Front, damit er auf jeden Fall die Infanteriewaffen erhält. Gut, wir haben ein neues französisches Korps. Ja, ich würde wirklich mal riskieren, den hier einzusetzen, damit wir den mit den zwei Sternen dann auf Dauer frei haben, irgendwo anders. Hätten wir schon mal zwei sehr starke französische Einheiten, die wenn vielleicht an der Westfront praktischer. Also wenn, oder du erstmal hier dich hinten zustellst und wir das demnächst durchtauschen. Insgesamt Winter ist also nicht ganz so viel los bei der Kampfintensität. Als Blick, ich denke, wir haben ein durchgehendes System an Schützengräben. Heißt, wir verstärken ein wenig. Genau, die Franzosen hatten die Infanteriewaffen. Aber wir haben gerade kaum Einheiten zum Tauschen. Artillerie-technisch auch noch alles in Ordnung. So, beziehungsweise wir könnten den... Nein, da hatte ich gerade einen kleinen Gedankenfehler. Irgendwie wäre das jetzt andersrum, dann hätte man den schon upgraden können, wenn der andere das Upgrade gehabt hätte. So schnell geklickt, bevor man wirklich dem Denken hinterhergekommen ist. Dann, naja, wir haben die französische Artillerie. Kann man wegen auch mal wieder verstärkt werden. So, wir haben den Kollegen, der zum Glück überlebt hat. Möchte ich auch mal sehen bei den Briten, dass wir auch ein bisschen die Erfahrungssternchen mitnehmen. So, und wir können den wieder nach hinten tauschen. Dem Stern Nummer 2 geben. Ach, schön entspannt, wenn so Winter ist und nicht viel passiert. Du kannst auf ein Boot. Der Hafen da ist. Obwohl, man kann bestimmt noch auf das südliche Feld. Ansonsten voll. Ja, die Schiffe hatten sich erstmal zurückgezogen. Die müssen natürlich auch alle repariert werden. Jetzt hätte ich auch immer der Blick auf die Forschung. Ja, sonst macht weiter die U-Boot-Jagd voll. Dass die uns nicht zu sehr rumnerven können und eure U-Boot-Jäger können dann hier schon mal den nächsten Schwung Upgrades erhalten und sonst vielleicht auch alle anderen Schiffe, die noch da sind. Möglichst wieder aufbringen, natürlich die großen Schiffe bevorzugt. Jetzt müssen die Franzosen ja auch ein bisschen, nur so für den Fall der Fälle, etwas noch mit in die Schiffe reinhauen. Da, wir kriegen noch die ganzen US-Schiffe und so. Mich trotzdem wohler fühlen, die da auch mitmachen. So, und ihr könnt mitmachen in Portugal dann bei diplomatisch. Eichhaus, Eichhaus. Also punktetechnisch fertig, Eichhaus. Russen haben noch und Amerika hat noch. So, die Russen haben Forschungskapazität von 125 Punkten.
Bietet sich doch an, die Artillerie schneller zu machen. Naja, und vielleicht noch eine Notfallabteilung. Wer weiß, dass man auch Einheiten durchtauschen kann und sowas. Und dann die USA, die sollten ab demnächst in die Diplomatie aber erstmal ihre Forschung füllen. Und das ist ganz wichtig, dass die Produktionstechnologie möglichst schnell voll wird bei dem, was die alles noch in nächster Zeit produzieren sollen. Nur noch die Industrie weiter maximieren. Und dann geht uns auch langsam das Limit aus. Also Führung, Kontrolle und Infanteriekrieg sollen noch demnächst jeweils einer rein. Und wir könnten noch einen in die Logistik setzen. Dann ein bisschen die Schiffe. Also ich finde, die müssen noch nicht los. Irgendwann demnächst. Aber vielleicht dann, wenn auch die Briten alle diesen Schiffe alle ein bisschen besser bereit sind. Na gut, auf die U-Boot-Jagd zu warten, das ist echt schon noch eine ganze Ecke. Vielleicht waren die US-Schiffe doch schon mal bald los. Und wir machen ja noch ein neues Korps. Und noch ein russisches Korps. Hier wäre vielleicht noch einer ganz nett, weil wir niemanden zum Tauschen haben. Dass die mal alle die Infanteriewaffen kriegen. Gut, dann denke ich. Naja, war es ein Winterzug, deswegen in Teilen nicht ganz so spektakulär. Aber dann denke ich mal, können wir den Zug beenden. Ja, dieser uneingeschränkte Seekrieg, aber die Briten haben ja in Sahel schon U-Boot-Jagd 2. Es wurde der Plan entworfen, Griechen und Armenier ins Osmanische Reich einzuschleusen. Können wir gerne machen. Die soll er dann Bergwerk blockieren. Oder schädigen hin und wieder. So, das zweite Anzac-Korps. 5% in Portugal. Tick mehr brauchen wir dann ja schon noch. Artilleriewaffen 2 ist gut, Luftkrieg 1 auch okay, Artilleriewaffen bei den Franzosen, dann haben wir bald auch da Stufe 2. Russland mit Grabenkrieg und Gasgranaten und Industrie, sehr schön. USA auch ein bisschen, auch Produktionstechnologie können sie gut brauchen. Ah, sehr schön, obwohl die gerade schon sehr viel ausgeben, Russland mit 600 MPP, das ist dann wirklich ziemlich mächtig. Auch die USA können gerade noch 35 Punkte an die Briten abgeben und haben trotzdem noch immer noch über 300. Auch eine sehr schöne Entwicklung. Also ich meine, dann haben wir auch wirklich, denke ich, Geld über für Diplomatie und kaufen uns mal ein paar Länder dazu. Dann schauen wir mal. Also die KI manchmal macht die tiefen entspannten Züge und merkwürdige Sachen und an anderen Tagen nimmt die einfach mal eben Verdun ein. Immer wieder diese Spannung. Was jetzt passiert, aber das sieht bisher hin wie ein sehr ruhiger Zug aus. Ist die Artillerie, aber die hat keine Upgrades, ist deswegen nicht ganz so gefährlich. Um Tool anzugehen, interessant. Denn bei Lublin treffen sie leider ziemlich gut.
glaube, der Marineinfanterismus, falls er überlebt, mal eine hintere Reihe. Und genügend Briten zum Nachrücken. Und die Abteilung, da ist nicht verschanzt, weil es halt sehr teuer war, schon ins Gebirge an sich zu rennen. Dann auch da geschlagen, leider. Ja, und das sieht doch so aus, als ob es das erstmal war. Okay, Lublin wird noch eingenommen. Muss das Haku natürlich wieder ein Stück nach hinten. Das Dreicher rücken da noch nach. Immer noch irritiert, dass da noch nichts zu Rumänien gesagt wurde. Meinen ist das doch, wenn Serbien 1916 noch lebt, oder ist das an irgendwelche Bonusbedingungen geknüpft? Schauen wir mal. Eingeschränkter Seekrieg. Noch ein britisches Korps. Ein bisschen Sabotage. Die Schwedenroute, ja. Deutsche Truppen kapitulieren in Kamerun. Ja. So, ich vermisse das langsam wirklich, dass das da mal passieren müsste. Wir können mit den Australiern noch eine Kavallerie bilden. Können wir gerne machen. Kostet ein bisschen was, aber die kommt dann auch direkt nach Ägypten hier. Ein Schiff, da noch ein Chor, da ein bisschen was. So, du kannst ja einfach mal da oben zu dem Ort marschieren. Und du siehst da leider jede Menge Feinde vor dir. Möglich, wenn sie den demnächst platt machen. Aber dann ist ja zumindest noch einer da und macht so ein bisschen Ärger. Basra passt weiter auf. So, dann haben wir britische Artilleriewaffen. Mal hier unten, naja, zumindest so ein bisschen verstärken. Um jetzt so richtig zu agieren, bräuchte man ein zweites Hauptquartier, aber es reicht mir eigentlich einfach, wenn wir das hier vorne halten. Das ist in Ordnung. Na gut, 3-1, das kann man durchaus versuchen. Ah, die Osmanen haben auch Artillerie inzwischen. Na gut, aber solange wir verlustarm ein bisschen zuschlagen können, passt das schon. So, du hast noch eine Versorgung von 2. Wenn, weil wir jetzt den schweren Bomber haben, haben wir das noch auf 0. Hier zur Seite, du kommst dafür her. Noch eben daran und dann können wir den im nächsten Zug ganz entspannt mit einer Nuller Versorgung angehen und rausnehmen und dann da weiterlaufen. So, dann ist hier einmal wichtig, da können wir das Haku ja auch hinstellen, wenn da eine Lücke ist. Ja, so aus, als ob wir mit der neuen Einheit hier erstmal so in die Linie aufrücken müssen. Verschanzt dich dann erstmal da. Wir haben hier unten jetzt mal ein bisschen Platz. Hier schon mal vorsichtig an den Ort rangehen. Wird auch von unseren neuen Einheiten da vielleicht noch ein Chor hin. Könnten wir hier vielleicht mal ein bisschen offensiver rangehen. Versuchen, Czernowitz abzuschneiden. Aber hauptsächlich auch erstmal zu sehen, hier überall die Linien zusammenzuhalten. Dann haben wir hier 5 von 6 geschossen, aber nur eine Einheit so recht angriffsbereit.
Nehmen wir an, die Gegner gehen hier demnächst auf die Felder. Dann verstärken wir euch hier die Ecke entlang erstmal. Und der Aufklärungsbomber natürlich nicht ganz daran. Du kannst ja hier ein bisschen mittiger fliegen, dass du im Zweifel bei beiden was tun kannst. So, und dann haben wir hier eine Artillerie und hier einen Gegner, der eh nicht viel Versorgung hat. Mit denen wir also auf jeden Fall auch ein bisschen nationale Moral abgreifen können. Und es ist kein Problem zu schlagen, das ist schön. So, dann gehst du da rein und drehst den Schützengraben einmal bitte. Und den Achter können wir sogar noch verstärken. Sehr gut, und dann haben wir schon mal 3 Einheiten an Bialystok und können dann in nächster Zeit munter weiter angreifen. So, und hier tauschen wir auch noch mal eben durch. Dann oder die Infanteriewaffen. Wir hatten ja noch genau die andere russische Einheit. Ich würde sagen, die kommt dann hier hin. Dass wir da auch mal durchtauschen können, weil denen fehlen ja nun schon seit einer ganzen Zeit die Infanteriewaffen. Ansonsten halten wir einfach über die russische Front entlang. So, was wir mit den Russen brauchen, ist mehr Artillerie und einfach stumpf mehr Einheiten. Aber wir müssen erstmal in der Forschung sehen. Die haben jetzt inzwischen schon wahnsinnig viele Punkte. Es dürfen ruhig noch mehr werden. Also gut, Grabenkrieg. Glaube ich mal so durchlaufen. Artillerie läuft schon auch so schnell es geht. Nehmen wir nochmal Produktionstechnologie und Gasgranaten. Sind wir eh am Limit. 83 Punkte, haben keine diplomatische Marke mehr. Ich glaube, wird das langsam zum Running Gag, dass Rumänien doch mal reagieren müsste, aber es nicht tut. Ist da irgendeine lustige Sonderregel noch dran gehängt, wie es das hin und wieder gibt? Ja, wir können da noch ein paar Leute verstärken. Naja, haben wir mit den Russen noch ein bisschen Geld über, kann man im nächsten Zug dann vielleicht schon Artilleriegeschütz Nummer 3 kaufen. Leute, mach da weiter, das ist auch gut. So, zu den Serben. Ah gut, diese Einheit könnte hier rein und sich verschanzen. Und du gehst dann da rein. So, dann einerseits die Überlegung, vielleicht eine Einheit kaufen. Andererseits dieser Saku endlich mal wieder einen komplett stark haben. Und dann reicht es mal wieder nicht. Könnt aus Spaß eure eine Diplomatie-Marke mal reinwerfen. Und mit den Griechen bin ich mir noch nicht ganz sicher, was sie machen. Also sie können einerseits Südserbien decken, andererseits, ich mag sie jetzt nicht zu sehr an die Front werfen, weil irgendwer muss halt auch ein bisschen noch in Richtung der Bulgaren decken und die haben gerade nicht viel Einheiten. Und wir brauchen mit den Briten das Geld gerade alles anderweitig, also die sind so ein bisschen in Schwebe, sage ich mal. Wir schauen, wie sich die Sachlage entwickelt. Es ist besser, wenn du im Zweifel nach Thessaloniki reingehst. Der Ort zumindest ganz leicht gedeckt ist. Schiffe hier. Ach, oder diesen britischen Reiter gibt es ja noch. So, dann die Westfront. Jetzt wieder ein bisschen mehr Betrieb. Wo das Wetter gut ist. Beziehungsweise wir haben einmal hier. So, ich hatte schon Angst, dass die angreifen, Gegner. Und uns die Elite-Sterne, dass die ihn runterprügeln. Ich sage, du nimmst hier mal das 3-0 mit. Natürlich ein 3-1 ist, aber dann haben wir den schon sehr, sehr nah an 3 Sternen dran und du tauschst dich erstmal durch. So, und du? Er ist eh nicht hoch verschanzt, also wenn wir einen 9 reinschicken und der nicht viel verschanzt ist, das macht keinen großen Unterschied. Du gehst nach hinten und wirst dann auch erstmal Elite-Sterne und Upgrades und alles erhalten. Dann zu den Schiffen ist es, denke ich, an der Zeit, dass wir mal versuchen, diese U-Boote da zu verjagen. Also die haben andauernd gerade uneingeschränkten Seekrieg, das heißt, sind hier irgendwo auf einem dieser NM-Felder.
Aber man weiß natürlich nicht, auf welchen. Kann natürlich auch sein, dass sie genau in dieser Runde weggefahren sind. Aber ich würde sagen, wir sammeln jetzt mal unsere U-Boot-Jäger und schauen nach. Also hier ist es gerade ruhig. Ich glaube zwar nicht, dass hier einer ist. Auch euch aus, so unser U-Boot selbst. Hier ist es gar nicht ruhig. Du kommst mal erstmal zu den anderen. Flugzeugschiffe kommen auch erstmal mit. Dann werden wir uns das anschauen und wenn sonst erstmal nichts weiter ist, also hier direkt bei unseren NM-Feldern, dann halt die U-Boote jagen oder. Ja, es sind U-Boote. Und schauen, was so los ist. Zeppelin aufklären ist gerade auch nicht drin. Ansonsten müssen wir schauen mit den Briten, was man jetzt an Land macht und was man, wie viel man für Schiffe über hat. Also wir haben einmal die Artillerie durch, da kriegen wir einen zurück. Haben da ganz gut Forschungslimit. Bauen Kanonen und eigentlich auch alles andere. Du darfst mal nach hinten und du kommst nach vorne und das Ding gibt ein schönes Upgrade und darf meinetwegen auch defensiv feuern, damit er auf jeden Fall die Linie hoffentlich hält. Weil es natürlich insgesamt gerade eigentlich doch recht entspannt an der britischen Ecke aussieht. Eine Menge Kurs da, die zum Teil auch Elite-Sterne haben. Das ist bei den Franzosen jetzt im Main Teil schon ein bisschen dünner. Aber gut, wir haben hier 4 Geschosse. 4 Geschosse, 6 Geschosse. Nutzung von 3, wir könnten einfach mal versuchen, den anzugehen. Doch kein lästiger Abfangjäger oder so. Mal wie weit wir kommen. Sehr schön. Gegner weniger, aber wir haben kaum die Mannstärke da irgendwie reinzurücken. Ich bin einfach froh, dass einer besiegt ist. Dann haben wir hier noch Einheiten dran, nur ein 7er, der nicht so tief verschanzt ist. Das könnten wir auch mal versuchen. Nur 2-2, ja, aber ein Geschoss bringt eigentlich kaum was. Der Moral. Ja, wir haben demnächst mehr Gasgranaten. Habe ich noch einen? 4%. Naja, dann hauen wir zumindest ein bisschen drauf. Einer. Auch schon die super Artillerie. Gucken wir mal, ob der Reiter es vielleicht richten kann. Jo. Hätte ordentlich was abbekommen hier. Tauschen wir euch nochmal so durch, dass der 5er nach hinten kommt. So, und hier hatte ich das ja letztes Mal irgendwie irgendwas falsch gemacht. Richtig falsch gemacht. Er muss natürlich hinten bleiben und erstmal das Upgrade kriegen. Keinen neuen Franzosen. Ach warte, es gibt auch noch Serben. Und das hören zum Beispiel da erstmal rein. Ein britisches Schiff. Sucht er irgendwo einen Hafen, wo du erstmal in Sicherheit stehst. So, dann haben wir noch den Kollegen mit 6 Geschossen und den britischen Aufklärungsbomber. Und ich würde sagen, wir gehen auf den. Steht da so. So, der mit Erfahrung soll es möglichst später und damit er im Zweifel nicht unter die 10 fällt. Immer mit einem 2-3 anfangen. Ja, ärgerlich. Aber wir können ihn ja wieder auf Elite-Stärke bringen und alles. Ja, und wir haben auch insgesamt genügend Einheiten, die hier nachrücken können.
Bei den Briten, das ist schon gut. Naja, U-Boote war nichts. Vielleicht kann die US-Flotte doch schon so langsam mal ausrücken. Zumindest die gesunden Schiffe. Okay, wir schauen, was wir noch alles in die Schiffe stecken. Erstmal in der Forschung schauen. Wollt jetzt auf jeden Fall noch Führung und Kontrolle und Infanteriekrieg haben. Unsere Einheiten auch was können. Dann haben wir noch 60 beachtliche Punkte. Würde natürlich noch einen in die Logistik stopfen. Oder in den Panzerkrieg. Ich meine, dann hat man schneller einen Panzer. Na gut, ich glaube, ihr seid langsam gesund genug für einen Einsatz. Aber erstmal hier draußen alle schön zusammenbleiben. So ein 7er kann vielleicht noch in die Werft zurück. Aber auf dass der Rest dann langsam schon mal nach vorne kommt. Gut, die 7er könnte natürlich schon mal in Werften weiter vorne vorfahren. Warte. Könnt ihr da noch. Ach nee, es ist ein 8er Werft. Hat irgendwie nur, es wäre ein 5er, aber nee, es ist ein 8er. Dann können sie ihn auch reparieren und alles. Jetzt sind ihr zumindest schon mal ein bisschen unterwegs. Gut, da war nicht viel los. Die deutsche Flotte hier ist auch recht ruhig. Ich hoffe, wir können zumindest ein paar Blockadefelder demnächst mal wieder besetzen. Und ja, haben hier erstmal wieder ein paar feindliche Einheiten rausgenommen. Sieht so insgesamt zum Beispiel die Front hier oben entlang aus. Also Einheiten haben sie genug. Da müssen wir uns halt irgendwie durchfühlen und dazu brauchen wir mehr Artillerie und alles. Und Forschung, so der Franzose. Ja, nochmal einen Jagdflugzeug. Ja, warum nicht? Ja, noch ganz gut Punkte der Brite. Also wir könnten halt forschen. Oder auch schon die nächste Kanone kaufen. Ich würde sagen, nehmen wir schon mal die nächste Kanone mit, dann hat man die auf jeden Fall. Und dann sagst du nochmal eben deiner Flotte Hallo. Dass die zumindest etwas stärker werden. Auch die Franzosen ganz gut Punkte. Der Rest ist überschaubar. Ja, die haben noch eine Marke. Nehmen wir auch mit nach Portugal. Ab demnächst werden dann auch die USA so richtig diplomatisch mit reinhauen. Wenn man bei den Briten dann mal eine Diplomatie-Runde einlegt, dann sollten wir eigentlich richtig hohe Prozentzahlen zusammenkriegen. Gut, ich denke, wir können. Nein. Nur die Franzosen nichts in Forschung oder Diplomatie stecken können, heißt es nicht, dass sie schon pleite sind. Können die auf jeden Fall nochmal Zeug kaufen. Noch eine Aufklärungsbombe hätte mal was. Meinetwegen noch eine Notfallabteilung, falls man die in Italien braucht. So, jetzt können wir den Zug beenden. Ein geschränkter Seekrieg. Erfolg in Portugal, sehr schön. Grabenkrieg bei den Briten. Anker jetzt auch mit Artillerie 2, sehr gut. Infanteriekrieg. Krieg 4, alles mit Industrie, sehr, sehr schön. Russische Produktionstechnologie. Und Amerika hat auch endlich mal den ersten Grabenkrieg. Und den ersten Produktionstech, sehr schön. Ach, sehr schön, also diese Punktzahlen, die entwickeln sich sehr. Na gut, außer die britische, die gerade unter verschiedenen Sachen ein wenig leidet. Aber davon abgesehen, Amerika schon fast 400. Ich glaube, da sind noch so ein paar Ölquellen und Bergwerke, die erst jetzt langsam die Produktion aufnehmen. Und deswegen die Zahlen hier immer noch ein bisschen besser werden. Und der Gegner hat Matsch bekommen im Osten. Das ist doch zumindest auch eine ganz gute Nachricht.
Also ich bin mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden. Okay, außer vielleicht, dass wir viele, viele Schiffe verloren haben, blockade Linien gerade nicht besetzt sind. Die US-Schiffe zwar an Masse ganz nett sind, aber kaum Upgrades, Forschung oder so ein Kram haben. Oder sagen wir mal, der Seekrieg läuft so mäßig wie immer, aber der Landkrieg sieht eigentlich ganz gut aus. Weil es sicherlich schön wäre, noch ein paar französische Einheiten zu haben. Die Linie ist zweien ganz schön dünn. Natürlich die britische Linie noch einen Ticken ausdehnen, die haben ja Nachschub. Geht wahrscheinlich das nächste Chor drauf, ja. Mein, der Partisaner haut ab. Das ist jetzt auch nicht unbedingt schön. Müssen mal eben mal Spanien absichern. Kann jetzt zur Not der Grieche rein. Die feindliche Flotte ist wieder da. Was habe ich die vermisst? Aber die scheinen nicht mehr anzugreifen. Also bis auf das irgendwer mal ganz dringend nach Albanien müsste, sieht es ganz gut aus und er hat dann auch seinen Nachschub. Dann kann der schwere Bomber da gleich weitermachen. Im Bristol-Kanal sollen sie sein. Okay. US-Schiff. Wovon ist denn der Bristol-Kanal? Das hier. Da irgendwo müssen sie sein. Und hing das Rumänien-Event damit zusammen, dass man vielleicht noch Belgrad halten muss. Sieht hier halt gerade total, dass die irgendwie immer noch nicht beigetreten sind, wovon ich jetzt eigentlich schon ausgegangen wäre. No. Ja gut, da muss jemand rein, sonst müssen wir diplomatisch noch mal kurz bei Rumänien anhauen. Es fehlen ja nur 2%, dann mobilisieren die schon. In Portugal fehlen 3%. Ach, wie schön. Ja, ab 90% kriegt man die ja dann quasi irgendwann automatisch. Ja, abgesehen von diesen diplomatischen Geschichten, die knapp sind, dass der Albaner da Probleme hat, das ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ja, wir können den einfach raushauen. Und den dann so langsam anfangen zu umgehen. Im Hochgebirge natürlich sehr teuer ist von der Bewegung her. Aber ja, wir können den einfach dann langsam rausbomben und dann hier ein bisschen weitermachen. Und auch sonst bin ich eigentlich ganz froh, dass wir jetzt
Aber den Franzosen jetzt auch schon die bessere Artillerie haben. Da brauchen wir nur noch Einheiten und können versuchen vorzumarschieren. Gut, dann würde ich an dieser Stelle auch erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.